Hey. Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht, solange ich hier bin. Genau. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Ja, mache ich dann. Acht auf den Südosten. Südosten. Ach da. Wow. Wie kommen die denn da drüben hin? Achso, wahrscheinlich. Ja. Hand aus. Der Widerstand wird der Hund kann mich wiederbeleben, geil. Haben wir aber geschafft, oder?
vorgelegt. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Ja. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Gut, das zu wissen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Ja. Das klang gut. Auf mein Dach passen 2 Bergziegen. 3, wenn ich sie gut anbinde. Ja, 200 Meter. Jetzt weiß ich wieder. Ja, der Hund markiert sofort alle, die... Ehren. Ich dachte, da hätte jemand geschlagen. Ich hätte drüber gestolpert. Das war ich. Da war ich gerade so. Könnt ihr von hier oben da reinrutschen? War ich nicht so laut. Du musst uns helfen. Edens Geld ist das Böse. Wie bin ich nur hier gelandet? Die haben mich umgebracht. Danke. Kannst du mir bitte helfen? Dafür bin ich hier, danke. Ich dachte, ich bin tot. Da könnte ich angeln. Aber andererseits... muss ich dir ja noch vorhin führen. Hier rüber. Er kommt mit, ja? Wunderbarst. Ich muss euch eskortieren, ja? Feuerschutz! Dahin.
Ah, der schwimmt mit. Cool. Er kommt aber hier nicht hoch, okay. Ja, die paar Meter, die wir mit dem Boot gefahren wären, hätten wir so machen können, ne? Warte, wir warten kurz auf den Hund. Ich werde dir wehtun! Scharfschützin und aus. Ich sterbe noch nicht. Ich habe noch Kultisten zu killen. Wo ist der Hund? Ah, so. Nun, wer? Gut. Hier ist euer Ziel, würde ich sagen. Was ist noch ein Ausrufezeichen? Hab gehört, John hat sämtliche Flugzeuge aus dem Valley gestohlen. Die besten stehen auf dem Flugplatz neben seiner Ranch. Genau die brauchen wir. Wenn du das nächste Mal einem Seed so nahe kommst, tu uns den Gefallen und töte ihn. Immer wieder. John ist auf Ziel, den er in die Finger kriegen kann. Gut. Wohin jetzt nächstes? Ach guck mal, hier wird's auch mal voller. Bin ich hier hinten? Eigentlich müsste ich zur Seed Ranch. Mal gucken, was mich auf dem Weg noch begegnet. Wo ist sie? Da ist sie. Hat da jemand was über den Hund gesagt? Ja. Gut, durch die Mitte hier. 500 Meter. Jeder. Am Fluss entlang durch den Wald, wo uns keiner sieht, und hier ist ein Fluss. Und ich. Warum brennt es da drüben? Weil der Drecksack Feuer macht. Bitte was Geiles dabei. Ich will mit dir reden, weil du ein Ausrufezeichen hast, aber du lässt dich hier nicht reden. Jetzt. Unser Späher sagt, auf der Kellett Farm töten die Kultisten alles, was vier Beine hat. Die Kelletts sind ehrliche Leute. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Ja, ich geh jetzt mal die Kelletts retten.
1600 Meter. Ist es hier ein Händler? Ach, ein Jäger. Das habe ich nicht erwartet. Weiß ich. Ich kann meine Beute verkaufen. Für 500. Alle. Und dann kaufe ich von dir auch noch Munition. Alle. Ich will noch Gegenstände kaufen. Upgrades. Ja, ich brauche Schwarzmarkt dafür, okay. Komm nicht rechtzeitig hin. Verdammt. Gut, dass der Bär nicht kämpfen will. Jetzt bin ich ja schon fast da. Dann muss ich hier drüben hin. Dahin. Und hier noch einen holen. Aber erstmal die Farm hier. Eine Karte. Der Satz kam zu genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben so gut wie gewonnen.
sogar verschluckt. Ich bin so gut beim Trinken. Pastor Jerome ist selbstsüchtig und fehlgeleitet. Und wenn er wirklich ein Mann Gottes wäre, hätten ihn seine Leute nicht verlassen. Du, Deputy, wirst deine Sünden bekennen. Das ist der Wille des Vaters. Hallo. Hey. So, hier ist einer mit dem Ausrufezeichen. Ich weiß noch, wie Mike mit seiner Karre geprahlt hat. Wahnsinnsteil. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wollte ich sie mir holen und damit jeden Peggy umnieten, der mir vor die Räder kommt. Hab gehört, Jerome hat dich gerettet. Das ist sein Ding. Ich sollte später wohl noch mal Munition sagen. Hey, Mann. Hey. Komm hier. Noch ein Vorteil. Ja, yep, dann findest du die ganzen Vorteile, die hier sind. Ein anderer Vorteil. Oh. Hier haben wir noch was anderes. Lieber Bruder Josef, wie versprochen ist Fort's End jetzt von uns besetzt. Ich habe drei große Stützen der Gemeinde ins Visier genommen. Mary May, Pastor Jerome und Nick Ray. Sie haben sich mit ihren Sünden gezeichnet und das finden wir gut. Ich finde es wirklich nicht. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Edensgate getan hast, doch es ist nicht genug. Oder, John? Trenn dich von deiner Vergangenheit. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Auf lange Sicht werden uns all der Schmerz und all das Leid, das du verbreitest, nicht weiterhelfen. Deine Taten nähren nur die Sünde in dir. Sie wird dich zu bösartigem antreiben. Nein. Die, denen du zu tiefen Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Wir sünden nicht, Klasse. Was hast du? Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, demnächst werde ich es auch mal spielen. Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Sekunde, was ist denn das jetzt für eine Aufgabe? Flugzeug. Ich will einfach nur Flugzeug. Okay, wo gehe ich denn jetzt als Freiwilliger als nächstes hin? Die Sunrise Farm. Das Flugzeug lasse ich jetzt mal da, das kann ich ja demnächst nochmal verwenden, wenn es denn heißt Fliegen. Und ich einen Controller angeschlossen habe. Dann irgendwie mit Fliegen mit Maustastatur habe ich so. Den wollte ich markieren. Mann, das ist das krasseste Spiel! Du bringst Leben in die Bude. Ein Freund von mir hat sich am Bewässerungsbecken verschanzt, damit die Sekte nicht irgendwas ins Wasser kippen kann. Vorräte gibt es genug, aber ewig wird das nicht gut gehen. Gar nicht so leicht, ja. Einen Elch zu töten. Erst recht nicht einen Verrückten. Wir haben hier ein Problem mit einem Monster-Elch. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Ja. Jetzt ist das auch 1800 Meter weg, oder was? Okay, dann bleibe ich bei dem. Wie weit geht das denn runter? Egal. Dafür, dass ich Musik ausgeschaltet habe, ist ganz schön viel Musik drin. Den kann ich ausschalten.
Das ging ja. Trotz Alarm. Okay, gut. Den nächsten befreit. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal den Dreiviertel fertig. Zwei Drittel fertig. Und schon laufen die Damen mit schönen Oberteil rum. Ich hab schon überlegt, was da jetzt noch alles kommt. Viele der Einheimischen haben gute Erinnerungen an die Sunrise Farms. Meinst du, du kannst mir hier zur Hand gehen? Das wird den Kampfgeist der gesamten Truppe heben. Aber hier gibt's noch eine Menge Arbeit. Hab gehört, dass die Bewässerungsanlage nicht funktioniert. Vielleicht bekommst du das wieder hin. Ja, bestimmt. Gute Arbeit, wie du die Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Der Kult hat hier ganz schön gewütet. Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen. Überall liegen Rohrteile verstreut. Die meisten habe ich gefunden. Ich glaube, es fehlen immer noch drei. Finde sie und steck sie wieder da rein, wo sie hingehören. Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein. Okay, ich muss Rohr verlegen. Die ganze militärische Ausrüstung. John markiert die Leute, die er für würdig hält, sich Eden's Gate anzuschließen. Und dann schickt er seine Schläger los. Ja. Was hier? Es hätte kein großes Ding sein sollen. Runter in die Wellington-Mine, Vorräte aufstocken und wieder raus. Aber dann tauchte die Sekte auf und alles ging schief. Ich konnte gerade noch entkommen. Warum stehst du auf dem Fass? Hey, was ist das? Ach, da ist noch ein Trapper-Versteck. Auch, und da will ich gleich hin. Trapper. Danke, dass du da geparkt hast. Ja, du darfst ruhig fahren, das ist... Achso, ich muss die jetzt hier in die Rohre anschließen, okay. Na gut, dass du den größten Teil schon gemacht hast, ja. Okay, ist weg.